Ron Chicken will auch ein leckeres Knife haben. Kriegst du sowas leckeres Knife? 2400 Euro. Alright, Leute, willkommen zurück zu einer neuen Trading-Folge von Case Clicker. Und zwar traden wir. Sonst wird es nicht Trade heißen. Meine Trades werden auch nicht kürzer, egal wie oft ich trade. Es ist immer noch eine schweinelange Liste. Wir machen den Anfang mit Sneaky Ham. Mit 25.000 können wir gleich mal canceln. Ihr wisst Bescheid. Teure Trades sind immer schwierig, weil dann kriegen die anderen weniger. Ein paar Knives oder eine Dilo wäre schön für 140 Dollar. Eine Dilo. 140 Dollar. Ich glaube nicht, dass du eine Dilo für 140 Dollar bekommst. Nicht, was ich das nicht will. Ich kann es nicht. Das Spiel lässt mich nicht. Sage ich immer wieder, aber einige wissen es immer noch nicht, glaube ich. Egal, Knife kriegt er trotzdem. Zack, freudig gehen wir weiter. So, Ronstone, runder Stein. Wenn der Kohle ein bisschen über den Preis geht, die sind meine einzigen Items sind. Irgendwas soll es, wäre super sein. Super Videos. 2000 Dollar? Ja, kriegst du. Ich gebe dir unterschiedliche Sachen, damit du nicht alles verzockst. Und so weiter. Das. Und das. Bam. 2400, overpriced. Und das ist accepted. Nächster Trade ist der glückliche Stoic Spider. Der ist glücklich leer. Das finde ich immer schön. Die sind schnell. Die gehen schnell vorbei. Wenn Leute von sich entscheiden, hey, guck mal, nochmal ein Leerer. Brave Bite. Knife. Ich will Knife. Schreib's nichts anderes. Einfach nur Knife. Kriegst du gerne. Kannst auch bitte sagen. Nein. Scheiß drauf. Goldfisch. Eine AK-Fire-Ding. FN Statwick. Eine AK-Fire-Ding. Okay. Oder eine Medusa will er haben. Aber ein Fire-Ding haben wir bestimmt irgendwo noch rumfliegen, oder? Was haben wir hier oben? Da ist so ein Fire-Ding, Fire Serpent. Kommt mir ein bisschen billig vor. Waren die schon immer so billig mit 500 Dollar? Irgendwie habe ich... Ich glaube, mein 25 Millionen Inventory hat mich verwöhnt, ey. Redmate 929. Haul wäre nett. Interesse? Nicht unbedingt. Ich habe alles, was ich brauche. Aber kriegst du trotzdem mal Haul. Ich habe wieder ein paar in Angebot. Dank euch. Dank der letzten Trade-Folge habt ihr mir ein paar Hauls gegeben. Wir haben eine schöne Schleife erstellt, aber du hast leider mir nicht genug Geld gegeben für eine Haul. Ich habe leider auch keine günstigere. Von daher... Sorry. Selber schuld. Alle nichts schuld. Ich nix schuld. Ich kann nichts für. Ich wollte. Oh Gott, ey, ist das immer noch zu teuer. Firecurl. Bitte Howls. Mehrzahl. Oder Dragon Lord. Auch Mehrzahl. Der Kerl will wichtig abstauben. Der will mehrere haben. Kriegst du trotzdem eine Howl. Auch wenn es nur eine ist. So, und davon und davon und davon und davon und davon. Cruel Colonel ist eine Donation. Gib einfach Drecks-Items zurück. Schönes Ding. Guck mal, der hat 18.000 reingeschmissen. Will was spenden? Ja, der ist cool, der Kerl. Ich mag den. Cruel Colonel ist ein guter Guy. Cruel Colonel gibt mir Items, damit ich die Items euch wiedergeben kann. Sagt Danke an Cruel Colonel und natürlich auch an alle anderen, die dich hier betraden. So, leider sind 20 Sticker immer noch zu günstig. So, hingekriegt. Ich muss ein paar Souvenirs noch reinschmeißen und Stickers. Schöner Trade, schöner Trade. Good Terror. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Hatten wir den schon mal? Gib was Gutes. Hab das Spiel noch nicht so lange. Bis bester YouTuber. Huba Bubba. Hey, Huba Bubba, setz dich durch. Das gefällt mir. 80 Dollar, kriegst was Schönes. Eine Hyper-V Statrack und ein Vulkan ist, glaube ich, ein schöner Skin für 80 Dollar. Auf jeden Fall. Aber ich finde schön, dass Huba Bubba sich durchsetzt, dass die Leute das in Trades reinschreiben. Finde ich cool. Ohne Scheiß. Dry Arrow. Kriege ich ein Knife, weil ich habe zwei verkauft, um mit dir zu traden. 10 Dollar. Kein Knife. Ich hatte schon mal das 3-Cent-Knife. Das hatte ich auch schon mal. Aber auch für 3 Cent habe ich kein Knife gefunden. Und für 10 Dollar finde ich auch leider kein Knife. Sorry. Ich trade gerne mit dir. Du kriegst eine Wasteland für 18 Dollar. Ist, denke ich, mein schönes Upgrade zu deiner Man of War, die leider auch zu teuer ist. Deswegen kann ich dir auch kein Knife geben. Muss ich wahrscheinlich in jedem Video einfach erwähnen. Ich glaube, die Leute gucken einfach die alten Videos nicht. Die meisten gucken wahrscheinlich auch die anderen Videos nicht mal. Ich will keinen ansprechen. Ist ja, ihr guckt das, ihr macht das bestimmt. Oder? Nein. Sonst wäre es, glaube ich, bekannt, dass das mit den Trades nicht funktioniert. Ich habe das, glaube ich, in jeder Folge schon mal erwähnt. Famous Mate. Kennt ihr den Famous Mate? Was hatten wir letztes Mal? Den Famous Bob? Nee, irgendeinen hatten wir. Irgendwie Famous Sam oder sowas. Das war der berühmte Sam und das ist sein Bruder Famous Mate. Beide weltberühmt. So, wäre geil, wenn er eine Haul hätte. Kannst du mal ein Video machen, wo du dein ganzes Inventory zeigst? Habe ich im letzten Video gezeigt, wo ich 25 Millionen hatte. Naja, das ganze Inventory wäre ein bisschen lang gewesen. Aber ihr wisst Bescheid. Im letzten Video habe ich ein bisschen gezeigt, was für ein Shit ich habe. Auf jeden Fall mehr als genug. Wrongrave will das Messer mit der Regenbogenklinge haben. Okay, also ein Fate oder ein Marble Fate. Eins von den beiden. Marble Fate hätte ich für 500. Und ich gebe dir noch eine Regenbogen-Glock. Die ist doch auch hübsch. Northskill will ein dickes, fettes Messer haben. Für 1000 Dollar will ein dickes, fettes Messer haben. Das dickste, was ich für 1000 Dollar habe, ist nämlich gar nichts. Ich kann dir höchstens zwei dicke, fette Knives geben. Hier, boom. Bester Trade ever. Hubba, bubba, was auch immer. Curly Wolf. Guten Stuff, die Haul zum Traden. Okay. Der hat mir eine Haul gegeben. Achso, ich soll ihm guten Stuff geben für die Haul. Okay, mir geht der gute Stuff aus. Ich gebe dir eine Fire Serpent. Ich hoffe, das reicht. Ui, Smallhorn hat einen Text geschrieben. Karen Wind, Crimson Web, Stat Track, please. Eine der besten Sachen reich getan. Oder wie es passt, am liebsten 300 Dollar Knife.
Cooles Knife, Tomatensaft ist mit drin. So, $1000 Crimson Caramid ist leider zu teuer. Evil Ray, ich mag Züge, rote. Er mag besonders rote Züge. Was kann ich dir Rotes geben? Ich habe zwar keinen Zug im Inventory, aber du kriegst eine Fade. Die ist ein bisschen, die ist rot. Der Skin ist rot. Das ist fast so gut wie ein roter Zug, oder? $120 nur, fuck. Fast Chicken 60, das schnelle Hühnchen. Beste Case-Clicker-YouTuber. Wer überwacht weiter, will einen Caramid Fade haben. Habe ich die gerade weggegeben? Ich habe die, glaube ich, gerade weggegeben, ne? Nee, du hast Glück, ich habe die nicht weggegeben. Ha. $2000 noch, fuck. Mint Trouble, Messer bitte. Guck, und der hat bitte gesagt. Der andere hat nur Knife geschrieben. Knife. Last Days, hätte gerne eine Howl oder eine Crimson Web Stat Rack für 3000. So, ist halt die Frage. Willst du eine Howl haben? Oh, Akku wird schwach. Das heißt, wir haben ein Time Limit. Warum ist bei mir immer der Akku schwach, wenn ich Videos aufnehme? Ich weiß es auch nicht. Cool Light 42, gönn dir die Fire Serpent Stat Rack. Also das heißt, er schenkt uns sie, ne? Ich schenke dir ein paar Sticker zurück und dann haben wir eine schöne Fire Serpent Stat Rack. Mit dem dunkleren Display holen wir uns ein paar wertvolle Minuten raus. Desto mehr Trades wir in einer Folge durchkriegen, desto besser ist es. Dann können wir auch solche Lehren canceln, die sparen Zeit. Dann springen wir zum nächsten, dem Bronze Zombie 417. Fire Serpent wäre auch cool. Hey, hast du eine Drangload und eine Haul, wäre nicht schlecht. Kriegst du eine Haul, habe ich aktuell gut auf Lager. Dauert nicht mehr lange, bis die alle weg sind, weil jeder eine Haul haben will. Aber ich sag, du kriegst eine. Slimham, Roulette. Ich habe kein Roulette. Ich kann dir kein Roulette geben. Was meinst du damit? Oder soll ich die Items fürs Roulette haben? Das heißt, du willst Sticker zurückhaben? Ich weiß es nicht. Ein paar Caramid Stat Rack und D-Loss. Ja, er will ein paar haben für $23.000. Sorry, Orange Bean, aber für $23.000 habe ich keine. Ich habe höchstens nur ein einziges davon. Brown Rose 234 will den besten Skin haben für $3. Ich habe keine Ahnung. Welcher Skin ist für $3 am besten? Chameleon? Lucky Guy will, sagt, ich bin der beste YouTuber und will einen Tiger Tooth haben. Das ist selten, dass jemand einen Tiger Tooth direkt haben will. Und deswegen freut mich das auch immer mehr aus. Ich habe die alle weggegeben. Nein, sag mir nicht. Ich hab, doch, eins hast du noch. Aber ist kein Caramid, ne? Schade. Limleaf, kannst du mir einen Dragonlore geben? Bester YouTuber? Ich glaube, aktuell ist die D-Lore bei mir nicht mehr auf Lager, ne? Eine lange Zeit war es die Haul, aber die geht auch aktuell ratzfatz weg. Aber jetzt ist es die D-Lore. Jeder will die D-Haul. Oh, ich habe noch zwei günstige Hauls. Auch nicht schlecht. Kriegst aber ein paar Knives. Ist besser als eine Dragonlore. Dragonlore ist volle Kammer. Volle Kanne. Overrated, wenn ihr mich fragt. Die sieht nicht mal so geil aus. Ich finde die Hyper Beast sieht hübscher aus als die Dragonlore. Das Einzige, was an der selten ist, dass die selten ist. Das hat keinen Sinn gemacht, ne? Rich Guy will eine Stitgerät Crimson Web. Habe ich nicht. Habe ich alle weggegeben. Doixu, bitte gute Knives. Bist der Beste. So, 1300 will er gute Knives haben. Den gehen wir gut an AFC. Solange wir noch hier Zeit haben, solange noch ein bisschen Energie in diesem Tablet steckt, werde ich dir gute Knives geben für, guck mal, gleich fünf Stück. So, ist schon schwierig mit den Händen, ich weiß. So, auf jeden Fall kriegst du die besten Sachen ever. Nächster Guy ist der Sharp Grass. Und zwar will er für 30.000. Hab noch 80 an, gib mir irgendwas und ich schaue dein Video. 30.000 kriege ich nicht erreicht, selbst wenn ich meine besten Skins reinlege. Habe ich vorhin schon gemerkt. Schade, ich lasse den nochmal offen. Vielleicht sieht er dieses Video und passt den Trade an. Vielleicht finden wir den noch. Rich Leaf will ein gutes Knife haben und ich grüße mal Dennis. Sei gegrüßt, Dennis. Jeder Dennis. Auch wenn du Dennis heißt und nicht der Typ von Rich Leaf, sei gegrüßt. Solange du Dennis heißt, sei gegrüßt. Kriegst eine Haul, die günstige. Wolltest du Knives haben? Big Knife. Der hat bestimmt ein großes Knife in der Hose. er will ein Crimson Web, was ich nicht habe. Mhm. Zyangras. Wenn es nicht geht, bitte eine Dragonlord, ein saftiges Knife, eine Haul, bis mein Lieblings-YouTuber. Das ist Stein, dass ich dein Lieblings-YouTuber bin. Kriegst dafür auch eine Haul, die habe ich noch. Die ist aber zu teuer. Ich wette mit euch, die ist zu teuer. Ja. Kann dir eine günstige Haul geben. Ich habe noch eine auf Lager. Blue Terror, cooles Caramid, bitte. Bitte mach weiter so. Also, er will nur ein Caramid, keine Crimson Web, ne? Caramids müsste ich noch cooler haben. Da ein Doppler. Zwei Doppler. Doppler, Doppel-Doppler. Bam. Ist aber auch zu teuer. Noble Dude sagt, bester YouTuber in der EU, West-EU. Ich bin der beste YouTuber in der West-EU, gut. Welchen gibt es besseren in der Ost-EU oder was? Nenn mir einen, der im Osten lebt. Und bevor die Leute schreiben, ist denn du bist so doof, das heißt West. Halt die Klappe. Hotfighter will eine Waffe haben, die über $1000 kostet. Oder auch ein paar. Hier ein Keks. Wo ist der Keks? Ich will einen Keks haben, ich habe Hunger. Hab noch nichts gegessen, bin sofort nach Hause gekommen. Direkt aufnehmen, bam, muss ja ihre Videos immer rechtzeitig fertig werden. So, für 1000 Sachen willst du eins? Kriegst du die Haul. Schenke ich dir. Gönn's dir. Bestes Knife, EU West. Aber in der EU Ost gibt's bessere Dinger. Brave Ray, bist der beste YouTuber. Das ist cool, YouTuber. Ein Knife wäre geil. Haul habe ich schon. Ey, der hat eine Haul. Glücklicherweise. Kriegst das Falcon Stat Rack. Ich habe so gut wie alle guten Knives weggegeben, ne?
Ich habe fast mein ganzes Inventory auf dem Tablet aufgelöst. Gut, ich habe noch 1000 andere 100-Dollar-Dinger, aber es wird schwierig, die teuren Sachen zu machen. Silver Knife, mein Inventory ist absolut scheiße. Gib mir was, was das Niveau davon wenigstens ein bisschen aufpoliert. Gib mir einfach mal deine besten Items. Für 700 Dollar könnte sogar hinkommen. Kriegst einen Souvenir-Revolver. Der ist auch ganz gut. Shiny Ken will einen Ultra-Gegenstand haben. Und was ist ein Ultra-Gegenstand? Ich habe für 18.000 X traden. Reduzier dein Trade. Kann ich viele Stickers haben? Good Player. Für 4.000? Doch, kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Zack, 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 zack. Guck dir das an, ich gebe dir sogar mehr Stickers, als du mir gibst und zack. Hey, die 5% Akkus, die halten echt gut lange, ne? Ich dachte, das wird schneller weggehen, aber egal. Ich habe gesagt, das Akku ist das Limit. Bitte ein paar Dragon Loss habe ich nicht mehr. Solange etwas Strom hier bombt, warm leihen will, hier einen Haul haben und einen Crimson Web. Crimson Web habe ich nicht, Haul habe ich. Kriegst noch den Rest ausgefüllt, zack, Nasa Trade. Das ist hier Fließbandproduktion à la Stena Card. Black Terror will Karen mit Crimson Web Stat-Track haben. Habe ich leider alle aus. Habe ich keinen mehr auf Lager. Habe ich auch keine neuen bekommen. Kriegst du vielleicht ein paar anderen Sachen, die auch ganz cool sind. Die Leute würden dich beneiden um das, was ich dir hier gerade gebe. Das ist Stuff. Da lohnt es sich für zu leben. Vielleicht. Fassbier, etwas Cooles bitte, Stan Huber Bubba. Ich mag euch, ich mag euch, ich liebe euch. Dafür, dass ihr dieses Huber Bubba einfach jetzt hier überall reinbringt in die Trades. Muss ich mir bald einen Huber Bubba Kaugummi kaufen, weil er sich jetzt so langsam durchsetzt. Bestor, irgendwelche Knives, feier deine Videos, mach weiter so. 4000 irgendwelche Knives, wird's schwieriger, ehrlich gesagt. Am Anfang war das noch kein Problem, jetzt wird's immer schwieriger. Ich muss immer noch irgendwie mein 15 Millionen Inventory hier reinbringen. Aber dann würde ich einen neuen Trading-Namen bekommen. Wenn ich hier einen neuen Spielstand einspeichere, dann kriege ich einen neuen Trading-Namen. Und dann müsstet ihr alle Trades neu machen. Und ich wüsste nicht mal, was mit denen hier passiert. Zed Spirit, I love your YouTube-Channel. It's nice to listen to. Thanks. Subscribe. Ein englischer YouTuber, der mich abonniert hat, obwohl er meine Videos nicht versteht, ist irgendwie saugeil. Wie saugeil. Der ist kein YouTuber, Zuschauer. Bin natürlich einer der wenigen YouTuber, die überhaupt Case-Clicker spielen. Es gibt auch nicht mal Englische, nicht mal so viele. Deswegen glaube ich schon, dass ich da international sehr gut ankomme. Und die Leute finden es wahrscheinlich interessant, wie ich rede. Keine Ahnung, auch wenn die nichts verstehen. Aber wie wir wissen, bin ich der beste YouTuber in der EU-Westseite, ne? Auf der Ostseite gibt es anscheinend irgendeinen geileren Typen. Den würde ich gerne mal treffen. Cool 12 will eine AWP-Dealer haben. Ich brauch die echt mal. Ich muss hier jemanden finden, der mir die schenkt. Nachdem dieses Video rauskommt, kriege ich bestimmt tausende Anfragen mit Dealers, weil die Leute dann sehen, ey, der will Dealers verschenken. Die Leute wollen es haben. Stan hat keine, die Pfeife. Obwohl er 15 Millionen Inventory hat, hat er keine Dealer, die er verschenken kann. Irgendwann mache ich das, dass ich mein ganzes Inventory hier reinlade und dann kann ich 25 Millionen traden. Obwohl, nee, das dauert ja ewig, bis ich hier die ganze Liste aufrufe. Das funktioniert ja nicht. Noch nicht. Ich hoffe, der fixt das irgendwann. Dry Zero, hätte gerne ein Knife, feier deine Videos total. Okay, für 1700 kriegst du schöne Knives. Ein Doppler, ein Fade und das und das und das und das. Guck dir das an. Guck dir das an. Die Leute werden dich dafür beneiden, dafür, dass du dich hier mit dem besten YouTuber EU-West... Warum ziehe ich mich dran so auf? Ich finde dieses EU-West irgendwie so nice. Man muss sich mal die EU vorstellen, ne? Und dann gibt es halt YouTuber da drin. Und Stan ist auf der Westseite und dann sagt man halt, ey, der ist der Beste auf der Westseite. Und auf der Ostseite gibt es einen Typen, der ist noch geiler. Der ist einfach nur cooler. Der ist im Osten. Kriege ich ein gutes Knife für 50 Dollar? Ja, kriegst du. Hast aber nicht viel von. Du hast 50 verschenkt, 50 kriegst du zurück. Also der YouTuber auf der Ostseite, Der Hammer, der ist der Hammer. Hey, Sen, ich grüße Louis Corey und mich, Sender oder Sander. Kommt drauf an, wie man deinen ausspricht. Englisch, Deutsch ist, ich sag Sender. Sender ist nice. Ich gebe dir Howls, ich feiere deine Videos, mach weiter so. Gib mir Stickers oder neue Skins aus den Dingens. Ich habe noch nicht so viel neue. Sticker versuche ich mal, hab gerade viele, plus ein paar Knives. Eine Howl kriegst du auch noch, einfach als Dankeschön. Obwohl, du gibst mir eine Howls, ne? Es lohnt sich nicht, dir welche zu geben. Shaky Bugs, eine Dragonlord Medusa Howl, geiles Karambit. Wenn du das nicht tust, dann kein Trade. Habe nicht. Du willst gerade Items im Wert von 5000 Dollar haben. Und du gibst mir einen Dollar. Famas. Small Lizard 349. Just for the community. Thanks. What? Too much. I don't have so many items to give you back. My most expensive items don't even reach $20,000. So, thank you very much, but it's too expensive. English. White Sphinx. Hey, Sen, will am besten einen Dealer oder was sehr, sehr Leckeres. Du kriegst was Leckeres, nur leider keine Dealer. Beste Unterhaltung. Oh, oder Unterhalt. Ja, ich unterhalte sehr viele Sachen. Zahle auch viel Unterhalt. dummer Flachwitz muss immer rein. Ron Chicken will auch ein leckeres Knife haben. Kriegst du sowas leckeres Knife. 2400 Euro. Zack, zack, zack. Kriegst mehrere leckere Knives, weil die so lecker sind und ich eigentlich keine teureren Sachen habe mehr. Mein Inventory brennt. Ich brenne hier so viele Items weg. Könnt ihr weg mit Kaugummi. So, North Creek. Cooles Item, würde sich drüber freuen für 400 Dollar. Kriegen wir hin. Kriegst ein Doppler Knife, ist ein cooles Item. Eines meiner Lieblingsscans. Ich muss Kaka. Das heißt, ein geiles Karambit aus Swaggish.
Nein, tut es nicht. Nein, nein, nein. Oh, der Akku ist leer. Der Dry Spider ist der letzte. Trotzdem haben wir eine Menge diesmal durchgekriegt. Vielleicht mehr als sonst. Ich hoffe, euch haben diese Trades gefallen. Ich hoffe, ich habe euch was Gutes geben können. Hinterlasst einen Daumen hoch. Hinterlasst einen Daumen hoch. Abonniert mich, wenn ihr keine weiteren YouTube-Videos verpassen wollt. Ja, YouTube-Videos kriegt ihr so oder so. Und gebt mir Flosse. Flop.